Nochmal ein dickes Hallo und herzlich willkommen in der Heilbronner Kolbenschmidt Arena zum zweiten Playoff-Spiel zwischen unseren Heilbronner Falken und unseren Gästen, den Dresdner Eislöwen. Grafentin kommt vorbei. Grafentin, Tor für Dresden. 1:0, Dominik Grafentin. Kriegt hier die Scheibe, schön mitgenommen mit dem Schlittschuh. Und dann mit der Rückhand vorbei am Fanghandschuh von Marcel Melchertschik. 1:0 für die Eislöwen. Justin Kirsch. Brad Ross. Justin Kirsch. Ross. Jetzt müssen sie auch mal ihren Abschluss suchen. Kirsch trifft die Scheibe nicht richtig. Da ist das Tor! Thomas Plihal. 1:1. Sehen wir die Wiederholung von einem Dresdner Schlittschuh, kommt die Scheibe zu Plihal und der netzt ein zum 1:1. Bernhard, das ist jetzt Brad Ross, sucht die Anspielstation, findet keine. Nochmal über Bernhard. Eislöwen stehen gut. Kirsch, Tor! Tor für die Falken, Justin Kirsch im Powerplay, 18 Sekunden hat es gedauert und die Falken führen mit 2:1. Spiel gerät aus 0:1. Mach innerhalb von 10 Minuten 2:1 die Torschützen für die Falken, Plihal und jetzt Justin Kirsch. Wieder ist die Scheibe raus. Kramer. Höller. Davidek geht in den Slot, Davidek kriegt die Scheibe und macht den Ausgleich. 2:2. Ein schönes Zuspiel von Höller auf Davidek. Mit viel Geschwindigkeit macht er den One-Timer rein. Ausgleich. Mal sehen, was Davidek kommt an, kriegt die Scheibe und zack. Zwischen der Kufe und dem Torpfosten hindurch. 2:2. Palka arbeitet die Scheibe raus. Mapes geht zum Wechseln. Ein neuer Verteidiger, das ist Haywood auf dem Eis. Garten gegen Haywood. Haywood verfolgt ihn. Haben die Falken die Scheibe. Ross. Elderson. Elderson. Tor für die Falken! Brandon Elderson. 3:2. 52. Minute. Ich glaube, hier kann man sagen, ein Tor aus dem Nichts. Heatley, Pielmeier nimmt sie ihm ab. Kramer. Wann wird Franz Stehr seinen Goalie ziehen? Kramer, Höller, Melchercheck. Das ist Steven Rupprich. Tor für Dresden, 3:3.
Auch das ein Tor aus dem Nichts. Metzedal 3:3 und das Ganze 2:22 vor Ende. Sehen wir es nochmal, die Scheibe kommt, er schießt und irgendwie landet das Ding im Netz. Ausgleich. Müssen die Falken wieder hinten rum neu aufbauen. 28 Sekunden noch. Einer geht noch, Jungs. Einer geht noch. Götz. Brad Ross. Brad Ross. Zurück zu Götz. Kür steht an seiner Lieblingsposition. Nimmt den Schuss. Tor! Justin Kirsch! 10 Sekunden vor Ende! Es sind noch 10 Sekunden auf der Uhr und Justin Kirsch macht das Tor im Powerplay. 4:3 für die Falken. Das Tor zum Viertelfinale steht ganz, ganz weit offen. Jetzt müssen die Falken nur noch 10 Sekunden überleben. Und dann haben sie es geschafft. Dann stehen sie im Viertelfinale. Nach Reklamationen der Dresdner gibt es den Videobeweis. Ich kann mir jetzt nicht erklären, warum. Vielleicht Torraum abseits, Torhüterbehinderung entsprechend. Wir werden es sehen. Das Tor zählt. Jetzt werden hier natürlich die Sekunden runtergezählt. Die Dresdner haben ihre Torhüter gezogen. 4 Sekunden noch. Die Heilbronner Falken stehen im Viertelfinale der DEL-Saison 2017-2018. Ist das denn die Möglichkeit? Liebe Dresdner, es war ein tolles Spiel. Ich danke euch, ich danke eurer Mannschaft für dieses wirklich hochklassige, dieses spannende Spiel. Ein Tor, 10 Sekunden vor Ende, bringt die Falken ins Viertelfinale und euch leider die Sommerpause. Wir sehen uns wieder in der neuen Saison, da bin ich mir sicher. Für unsere Falken geht's weiter am kommenden Freitag mit einem Heimspiel. Entweder gegen den Hauptrundensieger, gegen den SC Riessersee oder gegen die Bietigheim Steelers.